Die Zinsen sind bei Null. Nun könnte meine Bank sogar Strafzinsen verlangen. Ist das nun ein guter Grund, aus diesem Anlass in die Kapitalmärkte zu investieren? Wir gehen dieser Frage auf den Grund und schauen zunächst auf die Zinsstrukturkurven. Sie können das hier sehen. Auf der Hochachse sehen Sie entsprechend Renditen für verschiedene Bonitäten. Auf der horizontalen Achse entsprechend die Laufzeit. Und wir können sehen, dass wir, wenn wir uns bei verschiedenen guten Bonitäten bewegen, irgendwo eine Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren bewegen, um zumindest die Nulllinie zu erreichen. Sie sehen das hier sehr gut dargestellt für Single-A-Anleihen, etwas über 5 Jahre, und da sind noch keine Transaktionskosten oder sonstigen Handelskosten eingepreist. Die Frage natürlich nun, wenn die Situation ist, wie sie ist, wenn Banken natürlich derart stark betroffen sind, ist es dann nachvollziehbar, dass Banken gegebenenfalls diese negativen Zinsen an die Kunden weitergeben? Darüber können wir fachlich und trefflich diskutieren, aber ich denke, viel wichtiger ist es an dieser Stelle mal anzuschauen, was wäre denn eine Alternative? Eine Alternative könnte beispielsweise eine defensiv ausgerichtete Vermögensverwaltungsstrategie sein, beispielsweise in einem Investmentfonds, wie es dieser Tage gern empfohlen wird. Und defensiv wären beispielsweise 25% Aktien und 75% Anleihen. Und was Sie hier auf dieser Grafik entsprechend sehen, das ist mal die Perspektive. Konkret sehen Sie hier die Tagesrenditen eines derart defensiven Fonds in türkisblau dargestellt. Das heißt, für die vergangenen 12 Monate sehen wir hier die täglichen Schwankungen dieses Fondspreises in Prozent. Und wir sehen hier in orange dargestellt anhand dieser horizontalen Linie einen beispielhaften Negativzins von 0,4% pro Jahr. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Aspekt. Der Strafzins fällt ja an für ein komplettes Kalenderjahr. Also Sie zahlen nicht 0,4 auf einen Schlag, sondern Sie zahlen das natürlich auf Tagesbasis entsprechend umgerechnet. Dagegen sind die Schwankungen am Kapitalmarkt, egal in was Sie investieren, auch bei einem sehr defensiven Investment wie hier dargestellt, durchaus mal an einem Tag so hoch wie der Strafzins für ein gesamtes Jahr. Sie können das hier entsprechend auch sehen. Was möchte ich Ihnen damit entsprechend vermitteln? Die aktuelle Zinssituation ist mit Sicherheit kein Grund, nun blind in die Kapitalmärkte zu investieren. Selbst wenn Sie eine defensive Anlagestrategie wählen, können Tagesschwankungen bereits größer sein als der negative Strafzins für ein gesamtes Jahr. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, das eher als Anlass zu nehmen, sich mit der Finanz- und Vermögensstrukturierung sinnvoller auseinanderzusetzen. Wie das beispielsweise aussehen könnte, das sehen Sie hier. Das Thema Erwartungsmanagement natürlich sehr wichtig. Sie können hier sehen für 3 beispielhafte Portfolio-Konstruktionen, defensiv grün, ausgewogen in blau, orange-rot eben eine offensive Struktur. Sie sehen hier die Zusammensetzung, die sich beim Renten- und beim Aktienanteil wesentlich unterscheidet. Und wir zeigen hier die historischen Renditen in den vergangenen Jahren, respektive eigentlich für knapp 2 Jahrzehnte. Und was wir hier getan haben, ist die finanzielle Risikobereitschaft, die wir auf Basis eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens ermittelt haben, in Kontext zu setzen zu den Schwankungen der Kapitalmärkte. Und man sieht hier, dass bei 30% Aktienquote, die 40% fallen, bereits ein Verlust von 12% eintritt. Unser Anleger im konkreten Beispiel wollte aber nur einen Verlust von 10%. Also, nehmen Sie daher bitte die aktuelle Situation, nehmen Sie die Schlagzeilen, die Sie sehen, nicht um überstürzt in irgendwelche Kapitalmarktprodukte zu investieren. Nehmen Sie es stattdessen als Anlass, sich Ihre Finanzplanung und Vermögensstrukturierung in Ruhe anzuschauen, eine passende Anlagestrategie zu entwickeln und diese dann auch mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft abzugleichen. Zum einen historisch, wie wäre es in der Vergangenheit gewesen, aber natürlich auch nach vorne hin. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Tag, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.